Was bist du? Was ist das? Oh mein Gott, nein. Ich habe Angst vor Dingen, die unter Wasser sind. Ich wusste es ganz genau. Ich weiß nicht, ob du ein Typ oder eine Frau bist. Wir spielen heute Bramble. Kein Plan, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber es hat sich falsch angefühlt. Alter, du kannst lange balancieren. Mir wurde gesagt, das Spiel soll so ein bisschen so sein wie Little Nightmares. Euer Ernst? Nur ein bisschen? Wir wollen nicht zu früh urteilen. Das Einzige, was wir früh machen wollen, ist den Like-Button drücken. Ja, damit bist du gemeint. Aber ich muss schon sagen, die Welt ist ziemlich schön gestaltet. Drücke Leerzeichen zum Springen. Sehe ich aus wie ein Anfänger? Bro, was ist das für ein Disrespect? Können wir hier springen wie auf einem Trampolin? Wohin soll ich denn Okay, das war richtig. Ich dachte schon, wir legen uns mies aufs Maul. Kann man in dem Spiel eigentlich sterben oder ist das so ein bisschen kindgerechter und... Yo, was zur... Das ist Copyright geschützt. Das wäre ein Outplay auf einem ganz anderen Level. Okay, es reicht langsam. Ihr könnt aufhören zu singen. Das ist ziemlich laut. Kann ich das nicht... Das pausiert nicht mal im Menü. Yo, kannst du mir gefährlich werden? Das Gute ist, ich glaube, wir müssen nicht in seine Richtung laufen. Aus dem Weg, ihr Vögel. Ich bin zwar ein kleiner Mann, aber ein kleiner gefährlicher Mann. Was ist das hier? Ist das ein... Oh, du willst mir nicht sagen, wir können auf einem Igel reiten. Das wäre richtig krass. Komm schon, bitte. Lass das mal... Da ist jemand, der noch kleiner ist als ich. Das gibt es? Yo, diese... Okay, das ist nice. Wir haben ein kleines Igelreittier und wir haben eine Angel mit einem Wurm, der wahrscheinlich genauso groß ist wie wir. Wie können wir diesen Wurm halten? Kann ich jetzt einfach mit dem ins Wasser... Oh, wir steuern den Igel mit diesem Wurm. Jetzt verstehe ich. Ziemlich clever. Dieser Zwerg ist alleine auf die Idee gekommen? Wirklich? Das finde ich doch schon ziemlich verwunderlich, um ehrlich zu sein. Okay, wir lassen den Igel einfach... I'm fast as fuck, boy. Wohin läuft der Zwerg? Weißt was? Geh du einfach deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Ich danke dir vielmals für das Reittier. Ich appreciate... Oh, er ist vorgerannt. Oder ist das ein anderer? Bye, have a great time. Wohin rennst du? Willst du nicht bei mir in der Nähe bleiben, weil irgendwie habe ich ein unwohles Gefühl so ganz alleine auf dieser Welt. Ich kann ein bisschen rumjumpen. Oh, was seid ihr denn? Gesundheit! Habt ihr nicht gehört, dass ich genießt habe? Man sagt Gesundheit! Oh, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Gehört der Riese zu euch? Kann ich an dem vorbeigehen? Oh, wahrscheinlich muss ich ihn aufwecken, indem ich ihn zum Niesen bringe. Genau... Alles cool soweit? Kann ich jetzt unter sein... Oh, du willst jetzt nicht wirklich, dass ich in deine Hand reinlaufe, oder? Wehe, du zerquetscht mich. Aber der sieht friedlich aus mit seinem Kränzchen auf dem Kopf. Ich danke dir vielmals. Ist das dein einziger Job? Autsch. Oh, mein Zwergenfreund. Was ist denn los mit... Ich sehe aus wie eine gruselige Puppe. Ey, Kleiner, ist alles gut bei dir? Ist das dein Papa? Und du weinst, weil du nicht hoch zu deinem... Ey, ich bin jetzt nicht dein neuer Papa, okay? Halt ein bisschen Abstand. Du setzt dich einfach auf meinem Kopf. Findest du das nicht respektlos? Okay, dann versuche ich für dich da hoch zu klettern. Aber so einfach scheint das gar nicht. Hier ist eine Brücke mit... Was seid ihr überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr süß oder gruselig seid. Ich würde mal sagen, so ein Zwischending. Ihr habt süße kleine Püppchen. Okay, kann ich jetzt hier auf die Brücke laufen? Ich hoffe, ich kann die alle runterschubsen. Das wäre der Wahnsinn. Okay, jump hier drauf. Oh, sei vorsichtig. Sei ganz vorsichtig. Die kleinen Männer waren gar nicht auf dem Baumstamm drauf. Okay, wir haben Papa mit Sohn vereint. Ich frage mich, wieso der Papa nicht einfach wieder zurücklaufen konnte und den Sohn von unten abholen wollte. Ich meine, das macht kein... Okay, wieso sollte ich einfach... Ich glaube, wir werden verflucht oder so. Das ist weird.
Bin ich einfach in einen Baum reingerutscht? Gut, dass da unten ein Licht liegt. Das nehmen wir auf. Ist das der Stein der Weisen? Fühlt sich an wie der Stein der Weisen. Bisher kann ich ehrlich gesagt noch nicht deuten, was hier passiert. Oh, hier jumpen wir besser rüber. Alter, das sieht so brüchig aus. Hier müssen wir vorsichtig... Gut, dass ich da lang gesprungen bin. Eins hätte ich gewusst. Okay, alles cool soweit. Wir stellen uns hier an die Seite, weil ich habe das Gefühl, hier rollt gleich ein Stein runter. Was sind das für komische Sounds? Okay, jump. Alles cool? Woher kommt diese Brücke? Wieso schwenkt die so? Können wir da dran springen? Oder sollen wir direkt darüber springen? Ich spring direkt darüber. Komm schon. Keine gute Idee. Okay, wir springen gerade gegen den Käfig. Ist das gerade mein Ernst? Und jetzt lass mich hier... Natürlich müssen wir dagegen springen. Und von hier aus können wir auch... Easy! Davon rede ich! Jump hier rüber und wir gehen besser nach oben. Ich habe hier ein besseres Gefühl, als wenn wir da unten langlaufen. Oh, was ist das hier? E? Soll ich da... Da ist doch ein Mensch drinne. Help me! Yo, da war ein Mensch drin! Okay, du bist ein kleiner Psychopath. Schubst du da einfach einen Menschen runter? Ich höre ihn jetzt noch schreien. Alles gut? Jumpen wir hier rüber? Perfekt. Und wohin müssen wir als nächstes? Und jump! Easy. Die Höhle macht mir trotzdem ein ganz unwohles Gefühl. Ich will hier möglichst schnell rausgehen. Und mich nervt auch... Oh mein Gott. Gibt's hier Fallschaden? Ich glaube, wir können hier einfach durchlaufen. Habe ich gerade was auf der linken Seite? Yo, was schreit ihr die ganze Zeit so? Fledermäuse sind über mir, aber von denen kommt das Geräusch nicht. Das ist ein menschliches Geräusch, dieses Schreien. Kann ich das Ding nach unten reißen? Es funktioniert! Super! Das ist wie ein Aufzug! Soll ich hier... Oh mein Gott, ich spring mal ganz schnell ab hier. Perfekt. Und was jetzt? Oh, ich muss das Ding hin und her schaukeln. Oh nein. Ich hätte springen sollen. Woher soll ich das wissen? Okay, diesmal machen wir es. Wenn es umkippt, alles gut. Ich habe Angst. Oh, warte mal. Da ist ein Käfig. Wir hätten auf diesen Käfig drauf gemusst, ich Idiot. So funktioniert das also. Okay, warten wir. Da ist ein Skelett im Käfig drin. Mach mal. Oh Gott, endlich haben wir es geschafft. Alles cool? Lass mich schnell hier weg. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird gleich einstürzen. Oh nein, das Ding schaukelt schon wieder so. Alles gut. Langsam, Snily. Und jump! Perfekt, das haben wir geschafft. Oh mein Gott, ich mag diese Mechanik nicht. Das ist keine gute Mechanik. Let's go, wir jumpen weiter. Und ich glaube, das ist der letzte Jump. Der allerletzte. Sei vorsichtig. Und jump! Perfekt, wir haben es hinbekommen. Wir kommen weiter. Okay, das freut mich. Ganz langsam. Jump. Alles cool. Und jetzt halten wir es am Käfig fest. Der Käfig sackt so ein bisschen ab, oder? Oh Gott, das ist nicht gut. Jump. Oh! Da ist irgendwas drin. Da ist irgendwas drin. Komm schon. Ich will weg. Ich will weg hier. Let's go. Easy. Und wohin gehen wir jetzt? Kommen wir jetzt raus aus dieser schrecklichen Höhle? Weil ich habe keinen Bock mehr. Das... Oh mein Gott, ich möchte hier unbedingt raus. Ich will hier unbedingt raus. Meine Mutter hat mir gesagt, Runen, die aufleuchten, sind nie was Gutes. Was soll das bedeuten? Der Teufel hat einen Windstoß gemacht und die Leute umgebracht. Wir deuten die Runen jetzt einfach mal. Kommen hier neue? Jetzt ist der Teufel an der Macht. Die Hörner sagen mir, dass es der Teufel ist. Der Teufel könnte ja auch theoretisch alles andere sein, was böse ist. Das könnte nur eine Versinnbildlichung sein. Schon wieder geht diese Musik los. Und ich habe Rhythmus im Blut. Natürlich muss ich anfangen zu tanzen. Obwohl, diesmal laufe ich im Hopserlauf irgendwo. Was bist du? Was ist das? Oh mein Gott, nein. Ich habe Angst vor Dingen, die unter Wasser sind. Lass mich ganz schnell laufen. Alles cool soweit? Oh mein Gott. Ich steck bis zum Hals in der Scheiße. Da sind diese komischen Mannies. Alles cool. Irgendwas wird gleich passieren. Deswegen möchte ich mich beeilen. Ich versuche jetzt einfach mal rüber zu sprinten. Alles ist cool. Irgendwie habe ich einen komischen Sound gehört.
Ich wusste es ganz genau! Ich wusste es ganz genau! Ich weiß nicht, ob du ein Typ oder eine Frau bist! Du hast mich nicht getroffen? Okay, du bist nicht die Schnellste. Dafür bin ich verdammt gut in sowas. Von daher entkommen wir dir jetzt einfach. Hoffentlich! Oh mein Gott, du bist doch ziemlich schnell. Alles cool. Ich wollte keinen Stress. Ich bin mal ganz schnell auf der anderen Seite. Oh nein, es ist nicht gut, im Matsch zu sein. Ey, yo, willst du nicht mal chillen? Okay. Ich bin doch nur so ein kleiner Typ. Wie kommst du mir nicht richtig hinterher? Du müsstest eigentlich so viel schneller als ich sein. Oh nein, ist sie weg? Das heißt, sie wird hier gleich vorne irgendwo nochmal auftauchen, oder? Nein, sie ist hinten und spielt Geige? Die konnte mir nicht mal hinterherjagen. Wie ist sie so schnell auf diesen Fels gekommen? Oder ist das eine... Oh, die süßen kleinen Dinger. Okay, wir müssen aufpassen. Das Geigenspiel ist anscheinend ziemlich gefährlich. Wir können Shift drücken zum Sprinten. Wir müssen uns sogar die Ohren zuhalten. Alles gut soweit? Perfekt. Jump. Let's go. Komm schon, kletter schneller rüber. Oh mein Gott. Wir kommen irgendwie voran. Kann ich mich verstecken? Das war perfekt. Okay. Es ist nicht allzu schwer tatsächlich. Let's go. Bin ich wirklich durch so einen dummen Jump gestorben? Wir können das in einem Wisch machen. Perfekto. Let's go. Du wirst mich nicht erwischen. Auf keinen Fall, du Hexe. Oh, warte mal. Ich glaube, wir hätten uns beeilen sollen. Wir müssen uns hinter diesen rollenden Steinen verstecken. So ein Mist! Okay, wenn der nächste anfängt zu rollen, dann gehen wir los. Und wir bleiben hinter diesem Stein. Gut, wir haben es abgewehrt. Jetzt haben wir den hier. Ducken. Perfekto! Ich bin so gut dabei. Let's go. Oh. Dein Geigenspiel hat keine Chance gegen... Ey, kamen die Schallwellen nicht eigentlich von der komplett anderen Seite? Anscheinend kommen die wieder von links, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wohin muss ich jetzt als nächstes? Hier hin? Und von wo kommen jetzt die Schallwellen? Kommen die überhaupt noch? Oder war es das jetzt? Haben wir es endlich geschafft? Oh mein Gott. Halte Steuerung, um dich im hohen Gras zu verstecken. Ah, das ist gut. Das ist eine neue Mechanik. Perfekt. Wohin sollen wir? Bin ich im Wasser? Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Ich meine, das ist doch so eine Wasserhexe. Wenigstens bist du ganz schnell an Land geschwommen. Ey, jetzt nicht hier versagen. Wir haben es fast geschafft, kleiner Mann. Dieser Hexenkampf kann nicht mehr lange gehen. Oder ist vielleicht sogar schon vorbei. Ehe. Wir haben ein Buch gefunden. Ein Geigenbuch. Okay. Die Melodie hat die Leute zum Tanzen gebracht oder dazu gebracht, andere Leute zu verprügeln. Im Endeffekt macht die Melodie Leute verrückt. Und jetzt ist der Dämon im Wasser. Cool. Das sind eigentlich Sachen, die ich mir vorher schon gedacht habe. Ich meine, ich bin nicht blind. Oh, jump hier rüber. Okay, wir sind wieder draußen. Verfolgt sie uns noch? Ich kann hier hochjumpen, aber ich weiß nicht, ob das allzu gut ist. Okay. Du wolltest mich beißen? Was bist du, ein tollwütiger Hund? Du hast doch zwei Hände, greif mich lieber. Okay, kann ich hier irgendwas steuern? Ich kann mich nach rechts und nach links steuern. Ich muss den Hindernissen ausweichen, okay. Das sollte eigentlich recht einfach sein. Ich meine, das sind nur ein paar kleine Hindernisse. Alles gut. Perfekt. Oh nein, das ist ein Wasserfall. Das ist ja noch viel schlimmer. Mach sie bitte ab. Ende der Demo. Sie ist mit mir runtergefallen am Ende? Wieso ist ihr das so wichtig, dass sie genau mich bekommt? Ich meine, anscheinend ist sie ein ziemlich overpowerter Typ. Das hier war jetzt ja nur die Demo und die Vollversion kommt 2023 raus. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr ja Lust, dass wir die Vollversion spielen. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.